Thomas Silberkorn hat jetzt das Wort für die CDU-CSU-Fraktion. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Die Krise um den Euro im Frühjahr hat so gewaltige weltweite Auswirkungen gezeitigt, dass es keine Untertreibung ist, festzustellen, dass es jetzt ums Ganze geht. Wenn unsere Staats- und Regierungschefs sich zusammensetzen, um die Eurozone zu stabilisieren und unsere gemeinsame Währung, den Euro, zu stärken. Die Van Rompuy-Arbeitsgruppe hat wichtige Weichenstellungen vorgeschlagen, eine engere Koordinierung der nationalen Haushalts- und Wirtschaftspolitiken, die Überwachung makroökonomischer Ungleichgewichte, schnellere und schärfere Sanktionen bei Verstößen gegen den Stabilitäts- und Wachstumspakt und nicht zuletzt das Bekenntnis, dass wir Regeln finden müssen für mögliche künftige Krisenfälle. Wir müssen zurückkehren zur Solidität in der Eurozone und wir müssen zugleich Vorkehrungen dafür treffen, falls künftig nochmals ein Mitglied der Eurozone zu scheitern droht. Und deswegen ist zweierlei notwendig. Wir müssen zum einen den Stabilitäts- und Wachstumspakt stärken, um eine zu hohe Verschuldung zu vermeiden oder gegebenenfalls rechtzeitig korrigieren zu können. Und wir müssen zum anderen ein geordnetes Insolvenzregime errichten, um eine Umschuldung zu ermöglichen. Ich sage das in aller Deutlichkeit und ohne jeden Schaum vor dem Mund. Wir müssen es hochverschuldeten Staaten tatsächlich ermöglichen, pleite zu gehen, weil nur dann eine Umstrukturierung und eine notwendige Umschuldung vorgenommen werden können. Die Wirtschafts- und Währungsunion weist dazu eine Regelungslücke auf, die uns für ernsthafte Probleme stellt. Wir können ein Mitglied der Eurozone, das dauerhaft gegen die Regeln verstößt, nicht einfach ausschließen. Wir können aber auch nicht einfach immer helfen, denn der Vertrag von Maastricht sieht ganz klar ein Verbot vor, Schulden anderer Mitgliedstaaten zu übernehmen. Und das ist nach der Rechtsprechung unseres Bundesverfassungsgerichts, und insoweit müssen wir unsere Nachbarn um Verständnis bitten, eine verfassungsrechtliche Voraussetzung gewesen für die Zustimmung Deutschlands zum Eintritt in die Wirtschafts- und Währungsunion. Und deswegen kann ein dauerhafter Hilfsmechanismus nicht möglich sein mit uns. Und deshalb wird es auch keine Verlängerung der Rettungsschirme für Griechenland oder die gesamte Eurozone mit uns einfach geben können. Es ist allerdings, meine Damen und Herren, auch nicht eben erstrebenswert, einem Mitgliedstaat der Eurozone nicht zu helfen, weil die Konsequenzen natürlich furchtbar gravierend wären. Ich bin gleichwohl der Auffassung, dass diese Option auf dem Tisch bleiben muss, nicht um jemand bedrängen oder erniedrigen zu wollen, sondern um der Stabilität des Euro willen. Denn der Ausweg wird am Ende nur sein können, dass wir eben ein Verfahren finden und dazu die Verträge ändern, wie wir diese Regelungslücke schließen können. Das ist die Voraussetzung dafür, dass wir in künftigen Fällen überhaupt Hilfe leisten können. Und deshalb, meine Damen und Herren, ist diese deutsch-französische Erklärung von Deauville ein Bekenntnis der gemeinsamen Bereitschaft von Deutschland und auch Frankreich, die jetzt notwendigen Änderungen der europäischen Verträge vorzunehmen. Das ist durchaus ein beachtlicher Verhandlungserfolg, Frau Bundeskanzlerin. Und ich höre gerade mit Interesse, dass auch der luxemburgische Premierminister Jean-Claude Juncker öffentlich jetzt erklärt hat, dieses Vorgehen unterstützen zu wollen, nachdem er sich vor ein, zwei Tagen noch ganz anders geäußert hat. Und meine Damen und Herren, ein solches Verfahren der Vertragsänderung ist auch keineswegs ein unüberwindbares Hindernis. Wir brauchen nur wenige Sätze im Vertrag zu ändern. Wir müssen ohnehin die Verträge für Kroatien und Irland ändern. Und wir brauchen eine Änderung auch nur für die Mitglieder der Eurozone, sodass Staaten, die heute noch Skepsis signalisieren, wie beispielsweise Großbritannien oder Tschechien, gar nicht betroffen wären davon. Also es sollte keiner so tun, als wäre eine Vertragsänderung ein Ding der Unmöglichkeit. Im Gegenteil, wir müssen ohnehin dieses Verfahren aufsetzen. Wenn ich nun höre, dass ein noch größerer Ehrgeiz besteht, Herr Steinmeier, zu noch weitergehenden Vereinbarungen zu kommen, als das in dieser deutsch-französischen Erklärung von Deauville seinen unmittelbaren Ausdruck findet,
dann meine ich, lassen Sie uns darüber ganz offen diskutieren. Es ist immerhin jetzt eine gemeinsame Verhandlungsgrundlage für den Europäischen Rat geschlossen worden. Aber am Ende müssen natürlich alle 27 Mitgliedstaaten zustimmen. Es wird insbesondere auch das Europäische Parlament zustimmen müssen. Und deswegen höre ich mit Interesse, dass unsere Kolleginnen und Kollegen in Brüssel ganz deutlich nochmals für automatische Sanktionen plädiert haben. Sie befürworten auch unseren Vorschlag, notorischen Defizitsündern das Stimmrecht zu entziehen. Und Sie fordern genauso vehement wie wir ein, dass private Gläubiger beteiligt werden. Also es gilt der alte Grundsatz, es ist nichts vereinbart, solange nicht alles vereinbart ist. Wir stehen erst am Beginn dieser Verhandlungen. Nun, meine Damen und Herren, eine Lehre aus Griechenland muss doch sein, dass gerade das Fehlen gemeinsamer Regeln für eine Umschuldung dazu geführt hat, dass bei Griechenland die privaten Gläubiger geschont worden sind und die Steuerzahler alleine die Zeche zahlen mussten. Wer das nicht will, der muss jetzt mit uns dafür streiten, dass zwingend eine Beteiligung privater Gläubiger vereinbart wird, wenn in Krisenfällen künftig Hilfe angefordert werden sollte. Nur so wird man den Fehlanreiz verhindern, mit einer unsoliden Haushaltspolitik fortzufahren. Die Alternative dazu, meine Damen und Herren, wäre auch nicht sehr viel besser. Denn wenn wir in der Europäischen Union nicht in der Lage sind, dieses Thema für uns selbst zu regeln, dann wird man im Zweifel im Rahmen des Internationalen Währungsfonds eine Lösung dafür finden müssen. Der Internationale Währungsfonds hat dazu bereits einen Mechanismus aufgesetzt, als es bei Argentinien anstand, eine Umschuldung vorzunehmen. Nur die Besonderheit bei Griechenland ist doch, dass wir feststellen mussten, dass anders als damals bei Argentinien jetzt ein vergleichsweise kleines Land der Eurozone mit einem vergleichsweise überschaubaren Anteil an der volkswirtschaftlichen Wertschöpfung in der Europäischen Union von nur 2% eine gewaltige Turbulenz nicht nur in der Eurozone verursacht hat, sondern auch den Dollarraum und den Yenraum in Mitleidenschaft zu ziehen drohte. Und deswegen wird es notwendig sein, dass wir von diesen Einzelfällen abstrahieren und generell Verfahren schaffen, wie wir Staaten, die eine untragbar hohe Verschuldung haben, wie wir diesen Staaten eine Umschuldung ermöglichen. Und deshalb, meine Damen und Herren, müssen wir auch ein sehr, sehr klares Signal an die Finanzmärkte setzen. Die Finanzmärkte müssen wissen, dass Hilfen für Staaten, die von Zahlungsunfähigkeit bedroht sind, nicht noch einmal gewährleistet werden können, ohne dass private Gläubiger mit in die Haftung genommen werden. Und erst wenn wir dieses klare Signal an die Finanzmärkte senden, werden wir bewirken können, dass Unterschiede gemacht werden zwischen den Schuldnern, dass natürlich bei unterschiedlicher Haushaltslage unterschiedliche Zinsen für staatliche Anleihen gezahlt werden müssen. Und das bedeutet, dass Länder mit Haushaltsproblemen natürlich auch dadurch allein zu haushaltspolitischer Disziplin angehalten würden und dass zugleich die Gläubiger wissen müssen, dass sie für höhere Zinsen auch ein höheres Risiko eingehen, das sie dann tragen müssen, wenn es schief geht und das Risiko sich realisiert. Dieser Marktmechanismus, meine Damen und Herren, entfaltet mindestens genauso disziplinierende Wirkung wie die Verankerung automatischer Sanktionen im Stabilitäts- und Wachstumspakt. Und gerade deshalb ist es so wichtig, dass wir die private Beteiligung von Gläubigern durchsetzen. Wir haben dazu jetzt schwierige Verhandlungen vor uns, aber die Alternative für uns kann nicht sein, aus politischen wie aus juristischen Gründen in eine Transferunion zu marschieren, nicht nur, weil wir die größten Garantiegeber sind, sondern weil insgesamt die Stabilität der Eurozone auf dem Spiel steht. Und deswegen ist es jetzt an der Zeit, die notwendigen Vertragsänderungen vorzunehmen und insbesondere den privaten Sektor bei der Übernahme von Garantien, wenn es schief geht, mit einzubeziehen. Ich danke für die Aufmerksamkeit.